SG Leutershausen wird Ihnen präsentiert von Eichbaum. Jetzt können wir erstmal feiern. Ja? Wie wichtig ist dieser Aufstieg jetzt? Ja, es ist der verdiente Erfolg. So läuft's halt das Bier, wenn man Meister wird und aufsteigt. Die Jubelnachricht von der Horkheimer Niederlage erreicht die gespannte Mannschaft im Gasthaus zum Löwen. Ab 18.31 Uhr gibt's kein Halten mehr. Liga, Pause ist dabei! Zweite Liga, Pause ist dabei! Wir haben hier gesessen und gehofft, gebetet, wussten nicht, ob das Ergebnis stimmt, aber jetzt einfach nur Freude pur. Also super! Geile Sache, Mann! Wir freuen uns alle voll drüber und jetzt müssen wir mal gucken, was der ganze Tag noch bringt. Ich muss erst mal gucken, dass ich die Arbeit für morgen absage wahrscheinlich. Der Feiern heute, das war ein bisschen spontan, aber damit können wir gut umgehen mit spontanen Dingern und lassen mal endlich krachen und wir haben es, glaube ich, auch verdient. Ich meine, ich habe jetzt 4 Jahre bei der SGL gespielt, leider öfters verletzt, aber trotzdem, ich freue mich mit der Mannschaft. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei, hoffe ich, und dann gehen wir in der zweiten Liga Gas. Mit dem Feiern kommt der Stress, der Meisterstress. Eine Meisterschale muss her, der Schnitzelteller darf herhalten. Mit dem edlen Stück pilgern sie dann in die Heinrich-Beck-Halle, wo gerade die 1C spielt. Dort stößt auch Trainer Holger Löhr zu den Feierlichkeiten. Voraussetzung für den Jubel ist ein souverän herausgespielter Sieg über Konstanz. Rechtsaußen Simon Spilger mit technisch höchst abwechslungsreichen Treffern, deren 6 insgesamt. Einer schöner als der andere. 2 weniger hat der linke Teil der Flügelzange, Marc Wetzel, in Aktion. Die Roten Teufel viel zu schnell, viel zu agil für die Jungs vom Bodensee. Hannes Volk hier beim 7:5. Konstanz, der Tabellenvierte, wird regelrecht überrollt. Die SGL beängstigend souverän. Der Coach meldet trotzdem nur seine Ambitionen auf den süddeutschen Hallenmeistertitel im Tiefstapeln an. Ja, wobei wir uns ein bisschen schwer getan haben heute einfach. Haben noch nicht so den Spielfuß gefunden, haben in der Abwehr nicht 100% ins Spiel gefunden. Aber alles in allem, wenn man so ein Spiel mit 7 Toren gewinnt, dann muss man ja zufrieden sein. 7 Tore Vorsprung gegen den Tabellenvierten, da kann man sich nur noch zurücklehnen und genießen. Die Mannschaft erntet hier die Früchte harter Trainingsarbeit, was die Tribüne stehend honoriert. Wofür sich die Mannschaft wiederum mit einem herrlichen Treffer revanchiert, 33:26 der Endstand. Anderntags kündet die Meisterschale von der Horkheimer Niederlage und dem vorzeitigen Aufstieg. Jetzt kann sich der Trainer endlich auch mal offiziell freuen. Es ist natürlich ein unheimlicher Druck auch letztendlich von uns gefallen. Und wir haben über Jahre darauf hingearbeitet, wir haben konsequent darauf hingearbeitet, haben unsere Linie auch beibehalten und von daher sind wir jetzt überglücklich. So, okay. Fehlt nur noch die Meisterdusche. Die SG Leutershausen wurde Ihnen präsentiert von Eichbaum.